Verstrahlte Grüße, meine werten Ödländer, und willkommen zurück zu einer weiteren frisch radioaktiv verseuchten Folge Fallout 76. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, und natürlich wie immer erstmal ein dickes Dankeschön für eure Likes und Bewertungen in der letzten Folge, doch allen voran für eure Aufmerksamkeit für dieses nukleare Killerprojekt der atomaren Zerstörungskraft. Wir befinden uns hier gerade nach wie vor einer radioaktiven Anomalie. Anders kann ich mir das nicht erklären, als eine nicht ganz natürlich vorkommende Anomalie, hervorgerufen durch radioaktive Strahlung. Der viereckige lila Nebel, genießt ihn, wir werden gleich weiterziehen. Ich glaube, ich würde viel Geld bekommen, wenn ich das bei Stalker eingesammelt hätte. Aber wir spielen ja gerade aktuell kein Stalker. Noch nicht. Bin gerade dabei, im Hintergrund Clear Sky zu modden. Falls ihr Bock drauf habt, könnt ihr mir das ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Aber doch, wo bin ich schon wieder mit meinen Gedanken? Ich möchte natürlich weiter meine Schätze suchen. Wir waren ja in der letzten Folge, waren wir ja relativ erfolgreich, was das Schätze suchen und finden angeht. Aber wir wollen natürlich weitermachen. Schatzkarte Nummer 10, also die Waldschatzkarte 10, geht los. Ach stimmt, ich habe mich ja dazu geäußert, ich hätte eine Ahnung, wo das sein könnte. Theoretisch. Also ich gebe mir jetzt mal selber, ohne in die Liste zu gucken, die ich habe, mit den groben Vorschlägen, wo das sein könnte, gehe ich mal hier hin. Ja, ich gehe mal hier nach Grafton Steel. Nur mal so zum Spaß. Wenn ich da komplett falsch bin, dann gucke ich in die Karte. Dann gucke ich da rein. Aber wäre ja auch nicht so wild, ne? Weil ich meine, mich zu erinnern, also ich habe mal, komischerweise kann ich mich gerade an den Thumbnail erinnern, wo ich mit dem Chemikalien-Schutzanzug meine damals noch zerstörten Richtung Pfadfinderlager unterwegs war. Und ich musste kurz darauf Meyerlurks erledigen. Und ich kam von so einem Tunnel. So einem Dungeon. Nicht Quatsch. So einem. Naja. so einer Mulde. Wie nennt man eine Schlucht? Genau, Schlucht. Entschuldigung. Schlucht. So einer Mulde. Aber nee, das sind ja eigentlich nur Straßen und Seen, ne? Hier gibt es keine Schluchten Richtung des Pfadfinderlagers. Aber auch mal wieder schön. Ich erinnere mich, genau da, wenn man vom Teufel auch nur denkt, dann kommt er. Ich erinnere mich, dass ich hier den letzten Rathirsch gefunden habe, als wir Rathirschleder gebraucht hatten für den Rucksack. Daran erinnere ich mich noch. Hier sind wir erlöst worden. Zieh ab, zieh Leine, mein Freund. Ist gut, Mann. Wir brauchen dich heute nicht. Aber wenn du unbedingt willst, dann machen wir das so. Wobei, guck mal, da kommt doch jetzt eventuell eine Schlucht. Eventuell. Das ist gut möglich jetzt. Vielleicht liege ich ja gar nicht so falsch. Genau, da hinten ist irgendwo das Golflager. Ist da Wasser drunter? Stopp, nicht. Nicht die 4. Bei der Schlucht ist da Wasser drunter. Ja, sieht ziemlich danach aus. Also kann es diese Schlucht nicht sein. Ich gehe nochmal ein Stückchen weiter. Vielleicht kommt da noch ein Fluss oder so. Nee, schade. Schade. Na gut, ich gucke nach. Wollen wir uns mal hier nicht weiter auf die Folter spannen. Ich stelle mich nochmal stylisch hier hin. Weil, naja, weil es cool aussieht und ein gutes Fotomotiv geben würde. Könnte. Wird. Schön. So. Schauen wir mal nach. Oh. Oh, ganz falsch. Ganz falsch. Die grobe Karte schlägt uns
schlägt uns dieses Gebiet hier vor. Also werde ich das Ganze von Helvetia ablaufen. Genau, am besten Helvetia nicht zum Flugzeug fragt, weil da gibt es jede Menge Supermutanten. Und für die haben wir heute leider keine Zeit. Ich glaube, das war Leavesburg. Das Bild ist kurz vor Leavesburg entstanden. So, Morgentown. Müssen wir Richtung Morgentown? Ja, müssen wir. Wir laufen einfach den Fluss hier ab. Sieht ja schon mal... Ach, okay, alles klar. Dann wird es hier irgendwo sein. Und wir gucken in die Richtung von Morgentown. Gut, das wissen wir jetzt nicht. Bei den Notizen. Aber es soll irgendwo Richtung eines Häuschens sein. Und zwar dann auf der linken Seite. Was die 5 da, die eingekreiste 5 bedeutet, weiß ich jetzt nicht. Das könnte bedeuten, dass um 5 AM oder PM da die Sonne steht. Kann ich mir gerade vorstellen. Kann aber auch Quatsch sein. Da hinten wären Lagerhallen, aber... Ach, guck mal, da hinten sind die Häuschen. Okay, dann wird das da drüben irgendwo sein. Da wird es auf der anderen Seite sein. Da drüben, vielleicht schon hier gleich. Das könnte sein. Hoppa, nein! Aua. Oh, ich bin noch im Anfertigungsmodus. Mit den Karten sehe ich gerade. Schön, dass das angezeigt wird. Jetzt sind wir wieder im Draußen-Modus. Ganz unten links wird das ganz, ganz blass und dünn angezeigt. Yay, cool, wir haben es gefunden. Gepolsterte Räderrüstung, 308er und Impro-Repetiergewehr. Oder Impro-Repetierer. Aber immerhin. Ist jetzt nicht was Großes, aber immerhin. Sehr schön. Und jetzt haben wir keine Waldschatzkarten mehr. Jetzt müssen wir die anderen nehmen. Wo ist denn da eigentlich der Unterschied? Wo ist da eigentlich der Unterschied? Wir hätten noch die 4, aber die nochmal holen. Wollen wir das mal ausprobieren, ob das geht? Es wird wahrscheinlich funktionieren. Es wird wahrscheinlich funktionieren. Und wir wissen ja ganz genau, wo die ist. Also wo der Ort ist, wo wir hin müssen. Das war hier, ne? Ah, die Sümpfe. Auf der Suche nach Todeskrallenknochen. Vielleicht mal kurz die Gegend kurz observieren. Nicht, dass sich da wieder ein paar Verbrannte gesammelt haben. Aber ne, hier sind sogar noch Fliegen. Das bedeutet, da sind die Kadaver vom letzten Mal noch vorhanden. Schön. Und bevor wir verdursten, sollten wir eventuell mal ein Süppchen essen. Haben wir denn noch Süppchen? Leider nein. Doch hier, oh, sehr schön. Die Hirnpilzsuppe, Mensch. Die ist unsere Rettung. Das eklige Fleisch und das verdorbene Gemüse können wir ja weghauen. Schön. Und weg damit. Nice. Schon geht's uns wieder gut. Mal schnell zum Flugzeug rübergerannt. Also das würde dann nämlich bedeuten, dass die Schätze nicht von vornherein da liegen, sondern erst dahin gespawnt werden, wenn man die Karte hat. Das sogar mehrmals. Hey, das ist mein Schatz. Mein Schatz. Vergiss es, Gollum. Nimm einen Zug aus meiner doppelläufigen... Power Petra haben wir sie jetzt genannt, ne? Oder Potente Petra? Wie heißt meine doppelläufige Schrotflinte aktuell? Power Petra, sag ich doch. Hier ist noch... Oh, hier ist noch jemand. Was war denn das bitte? So. Schatz, bist du wieder da? Ja, tatsächlich. Wie cool, sehr schön. Yay!
Es geht also. Wenn wir mehrere Schatzkarten haben, können wir den Schatz mehrfach heben. Gut zu wissen. Single-Action-Revolver mit Elfenbeingriff. Oder den Elfenbeingriff eines Single-Revolvers. Können wir den noch lernen? Nein. Den kennen wir schon. Okay, wunderbar. Aber jetzt müssen wir weitermachen mit den Savage Divine Schatzkarten. Und das wollen wir machen. Fangen wir an mit der 3. Wo könnte das sein? Wir haben da einen Anhaltspunkt, und zwar ein Atomkraftwerk. Gibt es ja auch mehrere, aber da hinten, da ist noch was. Entweder ist das ein Strommast, das ist etwas angerötete, ganz hinten am Horizont, aber das wird ein Strommast sein. Naja, wir lassen uns mal die grobe Richtung vorgehen, bevor ich jetzt wieder durch die Gegend eiere. Das muss ja nicht sein. Ein Atomkraftwerk. Ach, da soll das sein. Haben wir das schon? Ich glaube ja. So grob waren wir das schon mal. Und zwar soll das irgendwo hier sein. Und das AKW ist in die Richtung. Wir werden uns erstmal schön mittig irgendwo hin teleportieren. Ja, irgendwo, wo wir sicher sind, so halbwegs. Pleasant Valley, genau. 32 Kronkorken, what? Wo sind wir denn gerade? Wir sind doch fast um die Ecke. Ach, hier sind wir. Naja, gut. Billiger wird's nicht. Na dann zum Bahnhof erstmal. Und dann müssen wir einfach mal gucken. Ja, das hätte ich mir gerne gewünscht gehabt, dass wir irgendwie, keine Ahnung, so einen groben Bereich oder so. Also ein bisschen genauer hätte ich mir die Schatzkarten gewünscht, dass ich jetzt hier nicht separat grob vorgucken muss. Aber trotzdem cool, haben wir auch bisher noch nicht gemacht. Deswegen finde ich eigentlich ganz cool, fand ich bei Risen auch immer ganz nice. Bei Risen 2 war das dann genau, mit dem Piraten-Setting. Vorsichtig, wer ist da? Sind da Gegner oder so? Nö, eigentlich an den Bahnhöfen eher weniger. Aber ich spare mir jetzt mal das kurze Einkaufen oder Abverkaufen von unserem Kram. Wir haben ja noch genug Tragekapazitäten. So, eigentlich wollen wir Richtung Atomkraftwerk gucken. Das bedeutet, wir müssen ein bisschen weiter. Ach, guck mal, das ist dann auch gleich da. Aus der Perspektive, da ist auch gleich das X, sehe ich gerade. Also definitiv weiter nach links, zur Klippe da. Okay, das kann nur bedeuten, dass wir hier irgendwie rüber müssen. Also so eine Klippe ist das, entweder hier oder da drüben. Wir gehen einfach mal in die Richtung und hoffen, dass wir Glück haben. Einmal über den Vorhof vom Top of the World. Echt auch eine geile Location. Letztendlich war da sowieso jeder, weil da die größeren Missionen hinführen, aber das machen sie natürlich auch mit Absicht, ne? Also so eine hochwertig designte Ortschaft wie das Top of the World, das muss von jedem Spieler mindestens einmal gesehen werden, und das ist aber auch mega einfach. Also von den größeren Locations ist es bisher, finde ich, die interessanteste und optisch hochwertigste. Und von den Nebenortschaften muss ich sagen, ist mir am besten immer noch in Erinnerung geblieben die abgestürzte Raumstation, die ist auch ganz nice. So, haben wir hier was wir mitnehmen können? Hat der gerade gezwinkert? Das sieht so aus, ne? Wegen dem Anti-Aliasing. Aliasing ist richtig, ne? Aliasing. Quatsch, Anti-Aliasing. Das sieht so ganz komisch aus, seine Augen. Wow, würde ich mich erschrecken. Auf einmal steht der auf. So wird der erste NPC in Wastelanders implementiert. Das ist eine Leiche, die ganze Zeit rumgelegen hat. Hey, oh. Wann habe ich einen Kart? Wie lange habe ich geschlafen? Ist der Krieg schon vorbei? Hallo? Ja? Würdet ihr uns verfolgen? Wenn wir abhauen? Oh, nein, nicht Supermutanten. Das muss nicht sein jetzt. Das muss nicht sein.
Aber wir könnten mal wieder unsere Waffen reparieren. Das ist verdammt wichtig. Haben wir schon länger nicht mehr gemacht. Quatschen die nur rum oder kommen die auch raus? Nee, ne? Ich glaube, wir haben Ruhe. Ganz kurz. Gegenstände verwerten. Den Schrott zerlegen. Gleich mal ein bisschen was reparieren. Wie, die 3 ist noch ganz? Wie kann die denn noch ganz sein? Das ist echt schräg. Warum kann ich den zweiten Drachen nicht auswählen? Doch, jetzt geht's. Erstmal das Wichtigste reparieren. Den kleinen Flitzer natürlich. TR. Leertaste und zurück. Oh, ist ein bisschen schwerfällig gerade. Das Menü. Der Serverping, ne? Dieser verdammte Serverping. Und unseren Drachen reparieren, genau. Den anderen. Wobei, den anderen können wir ja zerlegen. In der Hoffnung, dass wir da Teile für kriegen. Oh ja, stimmt, natürlich. Natürlich immer. Nehme ich. Und nehme ich. Und jetzt den zweiten Drachen zerlegen. Schade. Das wäre cool, wenn wir da irgendwas bekommen könnten. Naja, beim nächsten Mal vielleicht. Wir müssen weiter. Wir haben keine Zeit, uns mit euch zu unterhalten, ihr üblen, grünhäutigen Ekel, ihr. So schön es hier auch ist. Aber wir werden uns wiedersehen. Sei darauf gefasst. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Das ist doch genau... Aber genau so ein Häuschen, welches wir hier sehen. Also sind wir schon mal auf jeden Fall richtig. Und das X befindet sich neben so einer Leiter. Aber das ist die zweite Instanz von der Klippe. Da ist noch eine, die näher dann bei den Strommasten ist. Also es ist die zweite Schicht, wenn man so möchte. Die zweite Schicht der Rippchen hier. Es müsste genau... hier irgendwo sein. Also genau da, wo wir die Markierung gesetzt haben. Wow, geh weg! Du bist rot, Mann! Wir sind besonders giftig. Rot war roter Witwenblutkäfer. Eklig. So. Ja, dann laufen wir mal weiter. Dann wollen wir doch mal gucken. Oh, oh, oh. Ach, okay, alles klar. Das wird dann so eine Leiter sein. Ich sehe gerade. Hier an der, an dem Lift, an den verschiedenen Masten des Liftes. So, renn mal ein bisschen hier. Okay, wir könnten sogar schon... Nee, das muss hier sein. Da oben, da ist... Genau, da ist schon wieder so ein... So ein Baumhaus, oder? Ist da eins? Nee, nicht wirklich. Wobei, wir können es nicht genau sagen. Es findet als Objekt noch nicht in dieser Spielwelt statt. Noch nicht. Aber auch die ganzen Gondeln, lohnt es sich da mal reinzugucken? Gibt es da coolen Kram? Vielleicht die beste Waffe im ganzen Spiel, versteckt in so einer Mutterseelen-einsamen... Liftschaukel, Gondel. Nee, bisher sind wir da noch nicht fündig geworden. Sind wir schon so tief? Ja, ne? Da oben ist das andere Ding. Okay, aber wir sind hier definitiv zu tief. Definitiv. Das ist ja quasi eine Linie. Eine Linie zum Häuschen da oben. Also müssen wir ein oder zwei Masten wieder nach oben. Oh nein! Jetzt müssen wir hier einmal rumlaufen. Aber das könnte schon sein hier. Also die Linie zu dem komischen Raider-Baumhaus. Die sieht schon so ein bisschen gerade aus. Oder der da oben. Ist so komisch beleuchtet hier, wobei die sind alle beleuchtet. Jawohl, ja, sehr schön. Und schon wieder physikalisch fragwürdiger lila Nebel. Echt krass. Aber wir haben es geschafft. Wir haben die Challenge abgeschlossen. Und das ist schön.
Ich würde sogar sagen, dabei belassen wir es. Wobei, wenn wir gerade mal so drinne sind, die Schätze abzuschöpfen, vielleicht machen wir das später. Wir machen aber erstmal die Apollo Creed Challenge zu Ende. Die Opossum Challenge hier zu Ende. Und zwar haben wir nämlich nur noch eine Aufgabe zu erledigen und danach können wir immer noch Schätze suchen gehen. Weil das gerade eigentlich mir persönlich echt viel Spaß gemacht hat, das Absuchen. Mit der groben Vorgabe. Schieße mit deiner Kamera ein Foto von Fossilen. Oh, da müssen wir wieder Vorarbeit leisten. Auf jeden Fall. Da muss ich jetzt erstmal recherchieren, wo sind die zuversichtlichsten Hotspots, wo man die Kamera finden kann. Das müssen wir jetzt angehen. Und das mit den Fossilen muss ich auch mal gucken. Aber ich habe da schon so eine dunkle Vorahnung, wo das sein könnte, wo die Fossilien sind. Doch wie dem auch sei, meine werten Ödländer, das soll es für heute gewesen sein. Mit V-076, physikalisch fragwürdig, geht sie hier zu Ende, unsere heutige Folge. Mir hat es eine Menge Spaß gemacht. Ich hoffe, das gilt auch für euch. Wenn dem so ist, lasst mir einen radioaktiven Daumen nach oben da. Und wir sehen uns wieder, euer Leo. Bis dann, tschüss.